schlimmste Schmerz überhaupt. Ich persönlich kenne keinen Schmerz, der vergleichbar ist. Ich kann euch diesen Schmerz nicht erklären. Du willst einfach nur, dass es aufhört, weil es so schlimm ist. Du erträgst es nicht. Willkommen zu dem unangenehmsten Thema meines Lebens. Neulich hatte ich eine Operation. Achso, für Leute auf CO Live. Ich habe einen Bart, weil ich bin gerade bei meinem Geburtstagsstream. Ich habe noch kein Video gedreht, deswegen ist er noch dran. Mal schauen, ob ich ihn dran lasse oder nicht. Soll ich noch zeigen. Ihr habt das gar nicht mitbekommen, weil ich habe bewusst nirgendwo darüber gesprochen. Nicht mal meine Freunde wussten davon, sondern nur drei Leute, denen ich aber auch wirklich vertraue. Es geht nämlich um ein Problem, um ein sehr schmerzhaftes Problem, was mich schon seit, ich glaube, 2013 verfolgt. Und ich habe im Jahre 2018 vor zwei Jahren schon mal versucht, darüber ein Real Talk Video zu machen. Und das Video war auch fertig, also ich habe es auch fertig geschnitten und so, jedoch nie hochgeladen. Ich weiß nicht mal, ob ich das hundertprozentig hochladen möchte, aber inzwischen habe ich den Punkt erreicht, wo ich mich recht confident fühle. Und wie gesagt, ich hatte neulich endlich die OP, die ich Jahre über Jahre vor mir hingeschoben habe. Aber worum geht es eigentlich und warum ist mir das so unfassbar unangenehm, darüber zu reden? Das Thema sind sogenannte Hämorrhoiden. Jetzt bin ich echt gespannt. Viele von euch wissen wahrscheinlich, was das ist und diejenigen, die es nicht wissen, können einfach mal googeln, weil ich habe jetzt nicht vor, irgendwie im Detail darauf einzugehen. Einige finden das Thema ein bisschen disgusting, deswegen versuche ich das Ganze so oberflächlich wie möglich zu behandeln und eher über die Folgen bzw. mein Leid zu sprechen, was ich über die Jahre mit mir mitgetragen habe. Fast ein Jahrzehnt. Und wie ich versucht habe, das so gut es geht vor meinen Mitmenschen zu verstecken, auch bei euch. Denn das tun leider viele. Also ich weiß nicht, ob ihr es wisst, aber jeder zweite Erwachsene in Deutschland, statistisch gesehen, hat mit sowas zu kämpfen. Und wie gesagt, die wenigsten reden darüber, weil es ein sehr intimes, unangenehmes und vor allen Dingen schmerzhaftes Thema ist. Bei den einen mehr, bei den anderen weniger. Bei mir. Ich dachte immer, Hämorrhoiden wäre was, was man im Alter erst bekommt und nicht so in jungen Jahren. Aber scheinbar bin ich da total auf dem Holzweg. Mir leider mehr. Ihr müsst halt wissen, es gibt 4 oder 5, also auf jeden Fall 4 oder 5 Stufen dieser Krankheit. Und Stufe 1 und 2 ist nicht so schlimm, da zieht sich das Ganze noch von selbst zurück. Man kann es unter anderem behandeln mit, ja, so Salben und Zäpfchen von der Apotheke. Stufe 3 hingegen zieht sich nur zurück, wenn man nachhilft, sage ich mal in Anführungsstrichen. Und Stufe 4 zieht sich gar nicht mehr zurück, das bleibt immer außen. Bei diesen Stufen helfen diese Zäpfchen nur ganz minimal oder gar nicht mehr. Da sollte man wirklich in Erwägung ziehen, eine OP zu machen. Und ich war bei Stufe 3, kurz vor Stufe 4. Das kann verschiedene Ursachen haben. Ernährung, zu wenig Bewegung, Alter und vielleicht auch Vererbung. Bei mir war es einfach alles. Also ich bewege mich relativ wenig, beziehungsweise ich sitze viel vor dem PC. Meine Ernährung ist jetzt nicht die beste und meine Mom hat dieses Problem damals auch extrem. Und ich werde nicht jünger. Also ihr merkt schon, gute Risikogruppe. Ich glaube, 2013 hatte ich deswegen das erste Mal richtig Schmerzen. Das ging dann so ungefähr eine Woche und dann habe ich einfach... Wie alt war Blali 2013? Er war doch recht jung, oder nicht? Blali ist immer... Oh Gott, Vic ist immer wie viele Jahre jünger als ich? 4 Jahre jünger? Also ich schätze, er war damals 20 oder so. Nichts gemacht. Das Problem ist, neben entzündeten Hämorrhoiden, die an sich schon ziemlich wehtun können, können diese zusätzliche Probleme mit sich bringen, wie beispielsweise Thrombosen oder Fissuren, die noch mehr wehtun. Und Fissuren, ich schwöre, das ist der schlimmste Schmerz überhaupt. Ich persönlich kenne keinen Schmerz, der vergleichbar ist. Es gibt auf der Welt bestimmt schlimmeren Schmerz, aber ich persönlich kenne es nicht. Das ist wirklich anders krass. Stellt euch vor, jemand nimmt ein dickes Messer und rammt ihn euch in den Hintern rein. Ihr verspürt jetzt logischerweise einen krass stechenden Schmerz. Aber jetzt stellt euch vor, dieser Schmerz geht einfach nicht weg. Beziehungsweise er geht weg, aber erst nach einem halben Tag ungefähr. Dann habt ihr endlich eure Ruhe. Bis zum nächsten Tag nach dem Stuhlgang. Dann beginnt das Ganze von vorne. Und dieses Problem erstreckt sich über Wochen. Bei mir waren es immer 2 bis 3, meistens im Sommer. Das liegt daran, dass eine Fissur eine offene Wunde ist, die da unten einfach nicht richtig zugeht. Auf der Hautoberfläche ist das etwas anderes. Wenn ihr hier eine offene Wunde habt, das geht viel schneller zu. Aber da unten geht das immer wieder auf, sobald man groß muss. Ich muss jeden Tag einmal groß. Und eigentlich will man nicht, weil man weiß, wenn... Ich auch. Manche sagen, sie gehen einmal die Woche scheißen. Und ich bin so, was? Wie? Isst du überhaupt nichts? Also einmal in der Woche, das muss ja der Mörderschiss des Lebens sein, oder? Wenn ich jetzt auf die Toilette gehe, habe ich danach wieder diesen kranken Schmerz stundenlang. Und versucht sich dagegen zu sträuben, macht das noch schlimmer, weil irgendwann muss man ja doch groß und dann ist der Stuhlgang noch gefestigter. Das kann die Wunde noch weiter aufreißen. Also man ist in jeder Hinsicht gearscht, buchstäblich. Das Einzige, was man da versuchen kann, ist leichte Ernährung zu sich nehmen, wie zum Beispiel Suppe oder Joghurt, sowas halt. Und es gibt auch verschriebene Salben, die ein bisschen helfen, aber die sind auch oftmals mit Nebenwirkungen. Ich habe zum Beispiel damals eine vom Arzt verschrieben bekommen. Mir ist dadurch immer schwindelig geworden und das war schon... fast garantiert. Der Schmerz war halt trotzdem irgendwie da, aber halt nicht so stark, ne? Und dann musste ich abwägen, will ich krassen Schmerz oder will ich nur ein bisschen Schmerz und dafür Schwindel? So ein Pain in the ass. Mir fallen gerade die ganze dumme Wortspiele ein. Meine Japanreise 2018 war die schlimmste meines Lebens. Ich wollte schon seit Ewigkeiten davon erzählen. Jetzt kann ich es endlich tun. Ich bin ja hin mit Nier, Nick und Winston und die ersten Tage waren eigentlich echt in Ordnung. Mein Hämorrhoidenproblem hatte ich trotzdem wie immer, aber wenigstens keine schmerzhafte Fissur. Wir waren relativ viel feiern. Ich habe super viel Alkohol getrunken und es gab eine Nacht, da sind wir betrunken zu Kokos gegangen. Da gibt es Reis und Curry. Und ich habe da so einen unfassbar scharfen Curry bekommen, aber ich dachte mir, juckt. Let's go, Alter, ich habe Bock drauf. Ihr müsst halt wissen, Alkohol und scharfes Essen ist, glaube ich, das Schlimmste, was man Hämorrhoiden antun kann. Ach ja, und
es fördert Fissuren. Am nächsten Tag bin ich auf die Toilette, das fiel mir irgendwie extrem schwer und dann ging es los. Die schlimmste Fissur, die ich je in meinem Leben hatte. Und das ausgerechnet in Japan, in einem fremden Land. Ich kann nicht zu meinem Arzt gehen, ich habe keine Medizin dabei. Zu einem japanischen Arzt habe ich mich nicht getraut, erstens wegen der Kommunikation und zweitens, weil mir das Thema eh mega unangenehm war. Ab da an hatten wir noch 10 Tage in Japan, aber ab da an war die Reise für mich eigentlich schon gelaufen. Ja. Ich kann mir vorstellen, also Curry, also auf eine Wunde ist ja scheiße. Wortspiel, haha. Nee, aber krass, also für mich gerade voll so wie eine neue Welt, irgendwie so mal so Hämorrhoiden, man macht, das habe ich nur so bei, keine Ahnung, Cold Mirror Videos, so Fresh Dumbledore Witze, bla bla, haha, so, meine Hämorrhoiden sind so schlimm, die plagen mich. Und so alt, so eine Krankheit für alte Menschen, so, finde ich stark und vor allem, muss ich auch mal ganz laut sagen, brutal mutig von Vic, dass er das einfach so rausknallt. Ich finde sowas so mega stark, wenn einfach man den Mut hat, so ehrlich zu sein im Internet. Also es, man muss es nicht, also es ist keine Pflicht, über sowas zu reden, kann auch ein privates Thema sein, aber stark von ihm, dass er sich traut, eben das rauszuhauen. Finde ich echt stark. Wir hatten zwar Schmerztabletten dabei, das weiß ich noch, aber Ibuprofen hilft da irgendwie nicht. Also zumindest nicht bei mir. Ich habe den anderen ungefähr erklärt, was ich für ein Problem habe, aber bin nicht ins Detail gegangen, weil, wie gesagt, es ist mir unangenehm. Wollte aber auch nicht der Spielverderber sein, deswegen haben die anderen noch ihre Action erlebt, sag ich mal. Und ich bin in der Airbnb geblieben. Ich lag entweder im Bett und habe versucht, irgendwie diesen Schmerz zu ertragen oder saß 4 bis 5 Stunden in der Badewanne, weil so ein Sitzbad ein bisschen helfen kann, aber auch nur, keine Ahnung, bei mir 5% gefühlt. Und manchmal war das ein Wechsel. Badewanne, Bett, Badewanne, Bett. Immer nachts wurde es dann besser. Also nachts war ich sozusagen verfügbar und deswegen hatte ich auch die Energie, dieses Musikvideo zu drehen. Also da konnte ich das machen. Wir haben auch einen Ausflug nach Kyoto gemacht und das war im Vornherein geplant, deswegen musste ich mitkommen. Und auf dem Weg zum Zug, die anderen können es bezeugen, mussten wir jede 2 Minuten Pause machen, weil ich mich hinsetze und sage, oh Leute, es tut so weh, bitte kurz Pause. Ich kann euch den Schmerz nicht erklären. Du willst einfach nur, dass es aufhört, weil es so schlimm ist. Du erträgst es nicht. Und es wird nicht wirklich mal mehr, mal weniger. Es bleibt konstant. Also das Messer zieht niemand raus. Das ist wirklich regelrecht Folter. Und es wurde leider erst besser, als ich dann wieder in Deutschland war. Dankeschön! Ich finde das so krass, wenn es so weh tut. Ich habe gar keinen Bock, Schmerzen zu ertragen. Jedes Mal, wenn irgendwas wehgetan hat, also ich hatte mal so einen Weisheitszahn hier oben und der hätte raus müssen. Und ich war so, nee, gar keinen Bock auf OP. Ich mache ein andermal nächstes Jahr, in einem Halbjahr, jetzt dann bald irgendwann und so. Bis dann irgendwann, weil man kommt so schwer Rammelzahnbürste da hinten, dass er eben gefault hat. Also eben ist ein Loch ist entstanden und dann irgendwann war es am Zahnnerv. Das heißt, es hat ultra weh getan. Und wo es angefangen hat, weh zu tun, am selben Tag noch, ich angerufen beim Zahnarzt so, ich brauche sofort Hilfe, ich brauche sofort irgendwie Hilfe. Gleich zum Zahnarzt und die waren so, ja, zieh mal jetzt raus. Und ich bin so, ja, haut's ihn sofort raus. Ich hatte keinen Bock, nur eine Sekunde diesen Schmerz zu ertragen. Also ich will gar nicht wissen, wie ich an seiner Stelle da... Dankeschön! Also an der Stelle, ich glaube, ich wäre sofort nach Hause gefahren, nach Deutschland geflogen. So, scheiß auf den Urlaub, scheiß aufs Geld. Ich wäre voll so, nein, keinen Bock auf die Schmerzen, zurück nach Deutschland und dann sofort operieren lassen, weil ich gar keinen Bock hätte, irgendwie das auszuhalten. Das mit dem Zahn kommt mir bekannt vor. Ich habe immer noch 3 weiße Zähne hier drinnen, also 2 hier unten, 1 hier oben. Also 3 fehlen noch und die sollten eigentlich auch schon vor 4 Jahren, hieß es, die müssen raus. Und ich schiebe es dauernd von mir her, immer wieder, ich muss das machen, ich muss dies tun, jetzt war der Spielfilm, jetzt muss ich den wirklich bald mal machen, weil wenn... Sonst tun die irgendwann weh und dann bin ich so, jetzt müssen die raus. So, also ich bin manchmal echt bescheuert. In Deutschland hatte ich zumindest noch diese Salbe, die mich ein bisschen schwummrig gemacht hat. Im Nachhinein verstehe ich auch nicht so recht, wie ich in Japan nicht ins Krankenhaus gehen konnte. Ich meine, klar, es war mir unangenehm, aber dein Ernst, 2018 weg. Diesen Sommer hatte ich das Problem ebenfalls vor ungefähr 2 Monaten, aber diesmal war ich halt zu Hause und ich konnte auch die meiste Zeit zu Hause bleiben. Und ich habe diesmal eine Salbe erhalten, die mich nicht schwummrig gemacht hat und die hat tatsächlich auch schnell geholfen. Und wie gesagt, neulich war die OP, um dieses Leid ein für alle Mal zu beenden. Es gibt verschiedene OP-Methoden, aber die neueste, die sogenannte Raffaello-Methode, ist die angenehmste. Weil die dauert nur 10 bis 15 Minuten ohne Narkose und du kannst danach einfach nach Hause gehen. Also im Groben wird das Ganze unten erst betrachtet. Das finde ich mal so krass, dass wir zum Glück in einer Zeit leben, wo es schon so viele Lösungen für Krankheiten gibt. Weil früher war der Zahnarzt ein Typ, der mit einer ganz normalen Zange halt einen scheiß Zahn rausgerissen hat, ohne allem. Und ich bin so, Alter, gar keinen Bock auf den Scheiß. Also da frage ich mich manchmal, was wird heute gemacht, was in 50 Jahren wiederum unzumutbar ist, weil man schon eine viel angenehmere Variante entdeckt hat. Wo ich dann sagen werde zu meinen Kindern, boah, als ich jung war, muss ich diesen Scheiß aushalten. Mittlerweile könnt ihr das und das tun. Weil dann irgendwann findet man so eine Möglichkeit, die Zähne zu versiegeln. Man muss die gar nicht mehr putzen. Die sind einfach absolut unzerstörbar. Man versiegelt die so mit einer Keramik, Flüssigkeramik drüber. Und dann ist es so, bam, perfekte Zähne, können nicht kaputt gehen. So, keine Ahnung, mal schauen, was noch alles erfunden wird. Bin sehr gespannt.
betäubt und danach erhitzt und verödet bei einer Temperatur von was weiß ich wie viel Grad. Danach ist es einfach vorbei. Ich habe auf dem Nachhauseweg noch ein kleines bisschen Schmerzen gehabt, aber am nächsten Tag halt gar nicht mehr. Und ich bin so fucking happy. Ich hasse mich dafür, dass ich so lange damit gewartet habe. Deswegen bitte, Leute, wenn ihr körperlich Beschwerden habt, dann schiebt das nicht vor euch her, weil es wird immer nur schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer und schlimmer. Guck mal, die Sache ist, ich verstehe vollkommen, dass man Angst vor Arztbesuchen hat und vor allen Dingen vor OPs. Oder ich bin Hypochonder, ich habe da nochmal doppelt Angst. Und ich glaube, das hat auch dazu beigetragen, warum ich das so lange vor mir hergeschoben habe. Aber eure Gesundheit geht vor und das ist nicht einfach nur so ein Spruch. Hypochondra waren die, sind Menschen, die Angst vor Bakterien oder generell vor so Infektionen, so ein Sauberkeitsfimmel haben, oder? Weil ich bin genau das Gegenteil. Ich bin so der vollen Überzeugung, dass zu viel Sauberkeit, zu viel Hygiene krank macht. Also ich habe das ganz, ganz, vielleicht rede ich es mal auch nur zurecht so, aber ich bin immer so, der Mensch braucht doch ein bisschen Dreck. Diese ständige Hände waschen, diese ständige Sakrotan überall hinschmieren, alles weg, 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 alles muss klinisch sein, so. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist doch genau das Gegenteil, oder? Man muss ja so ein bisschen Dreck, braucht doch der Mensch, oder nicht? Aber ich rede es mal nur zurecht, gar keine Ahnung. Und vielleicht sehen das auch ein paar Freunde und verstehen mich besser. Hat auf jeden Fall gut getan, das Video zu drehen. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Aber was war jetzt? Probleme nach meiner Operation. Okay, warum zum Geier? Er meinte, alles ist super. Also ich habe mittags ab und zu mal geschlafen, so 2-3 Stunden. Der Schmerz habe ich wirklich vom Schlafen abgehalten und ich hatte hier die Todesaugenringe. Ich schwöre euch, die erste Woche nach der OP hat die Japan-Story vom letzten Video übertroffen. Hä, warum? Oh Gott, oh nein, oh nein. Boah, Vic, tut mir so leid. Da denkt man sich zuletzt, ist überstanden und oh Gott. Yo, Freunde, was geht? Willkommen zu einem Update-Video. Viele von euch haben es mitbekommen, ich hatte eine Operation. Bevor jetzt irgendjemand fragt, was für eine OP, was ist passiert, erzähl uns mehr darüber. Schaut euch dieses Video an, da habe ich so ungefähr beschrieben. Ich hätte gedacht, bei dem Thumbnail, ich habe es schon gesehen, Abobox damals, dass er seine Weisheitszähne rausbekommen hat, weil die Backen so dick sind. Da war er dann nur gemacht. Was los ist. Weil jetzt nochmal irgendwie im Detail darauf einzugehen, wäre meiner Meinung nach Zeitverschwendung. In diesem Video geht es um die Zeit nach der OP und oh boy, habe ich das unterschätzt. Das letzte Video habe ich ungefähr einen halben Tag nach der OP aufgenommen und da ging es mir mehr oder weniger gut. Also es hat schon ein bisschen wehgetan, aber ich hatte halt noch die Betäubung drin, deswegen genügend Energie. Aber ungefähr zwei... Tschüss Nero, danke schön fürs Abonnieren. Abonnieren. Dankeschön für den Raid. Super, super lieb. Ganz groß Dankeschön. Und ein Hallo an alle. Ich bin ein Münchner YouTuber, so wie Tschüss Nero. Und mache semi-gute Comedy-Videos und reagiere gerade auf Vic, wie er von seiner Operation erzählt, denn der Mann wurde operiert wegen Hämorrhoiden tatsächlich und jetzt scheint es halt nach der Operation schlimmer zu gehen als davor. Das ist natürlich super gruselig. Man will ja eigentlich mal zum Arzt gehen, um es dann besser wird und nicht schlechter. 2 Tage später haben sich sehr schmerzhafte Schwellungen gebildet und zum einen bin ich da selber schuld dran und zum anderen gab es Missverständnisse. Ich hätte eigentlich super viel trinken müssen und ballaststoffige Sachen essen, wie beispielsweise Obst. Und ich habe da ehrlich gesagt nicht so drauf geachtet, also ich... Warum nicht? Warum nicht? Das sind wir diese Menschen, die sich Piercinge stechen lassen und heißt so, bitte nicht ins Schwimmbad gehen, bitte nicht das tun und die machen genau das und ich bin so, warum? Es wird doch gesagt, mach das nicht. Bei Ärzten bin ich mal voll so, wenn die mir was sagen und mir erklären, warum, dann achte ich immer Vollgas drauf. Ich habe also auch bei weißen Zähnen rausziehen, sagen sie im Nachhinein zu dir, bitte nicht irgendwie Alkoholisches trinken, bitte nicht das und das essen, weil das kann sich dann entzünden. Ich habe nichts dergleichen getan. Ich meine, war bitte, bitte nicht. Schon getrunken, jedoch nicht genug. Ja, und essen. So gute Comedy-Videos, nicht kleinreden, was Großes. Oh. Ich will nicht so parallen. Also ich will halt bescheiden sein. Bescheidenheit finde ich was sehr Schönes. Ja, mal dies, mal das, aber kein Obst. Das soll jetzt keine Rechtfertigung sein, aber ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Wenn ich so einen akuten Schmerz habe, dann vernachlässige ich automatisch alles um mich herum, weil ich mich nicht konzentrieren kann. Also man versucht einfach irgendwie auf diesen Schmerz klarzukommen und irgendwann denkt man sich, ach krass, ich habe noch gar nichts getrunken. Ich muss verdammt doch mal trinken. Ich glaube, viele von euch können das nachvollziehen. Und es gab noch ein anderes Problem. Ich habe Ibuprofen 400 bekommen und ich habe das so verstanden, dass ich davon 1-3 an Tag nehmen muss. In diesem Prospekt stand auch diese OP-Methode. So gut. Die meisten nehmen nur eine am ersten Tag und danach brauchen sie keine mehr. Aber eine Woche später erfuhr ich, ich hätte 6 am Tag nehmen müssen. 6 400er? Das ist aber ganz schön viel, Alter. Darf man das überhaupt? Das beamt dich ja komplett aus der Welt. What the fuck? Ich schwöre euch, die erste Woche nach der OP hat die Japan-Story vom letzten Video übertroffen. Chronologisch war das so, die OP war an einem Donnerstag und Freitag ging es auch einigermaßen klar. Aber ab dem Samstag akuter Höllenschmerz, der einfach nicht aufhören will. Bei der Praxis kommt... Also meine Mama sagt zu mir immer so, wenn ich ein Ibo genommen habe, so ich will noch eine, sagt die immer so, nein, darfst du nicht, ist gefährlich. Und der pfeift, der soll sich 6 reinpfeifen.
400er. Junge, Alter, da spürst du nichts mehr. Da bist du ja voll im High-Zustand. Ist ja wie so ein Drogenrausch wahrscheinlich. Konnte ich leider nicht anrufen, weil es war Wochenende und Krankenhaus. Ja, ich hätte vielleicht in die Notaufnahme gehen müssen, aber in solchen Situationen rede ich mir immer wieder ein, ach, ich schaff das schon irgendwie. Hey Leute, ganz ehrlich, wenn es zu schlimm wird, macht es nicht wie ich, fahrt ins Krankenhaus. Ich habe das Wochenende auch sozusagen im Badezimmer gelebt. Also ich war 90% der Zeit im Badezimmer und habe irgendwelche Sitzbäder genommen. Ich bin da auch einmal eingepennt. Apropos schlafen, ich habe das Wochenende nicht gepennt. Also ich habe mittags ab und zu mal geschlafen, so 2-3 Stunden. Der Schmerz hat mich wirklich vom Schlafen abgehalten und ich hatte hier die Todesaugenringe. Aber während ich meine 1000 Sitzbäder nahm, habe ich mir immer wieder eingeredet, komm, nur noch bis Montag warten und dann sofort die Praxis anrufen, sobald sie auf ist. Dann kümmern die sich um mich. Dann habe ich am Montag endlich angerufen und die Frau am Telefon meinte, wir können das echt nur Donnerstag machen. Es geht nicht anders und das würde ihr leid tun. Vielleicht sollte ich ins Krankenhaus fahren. Uff. Ich sagte zu und habe versucht, bis Donnerstag noch irgendwie durchzuhalten. Habe weiter im Badezimmer sozusagen gelebt, meine etlichen... Boah, Alter, wenn ich Schmerzen des Todes hätte und ich rufe an, die sagen so, ja, sie müssen noch 4 Tage warten. Ich würde das so durchs Telefon springen. Und die rausziehen und sagen so, Alter, wie bitte? Sitzbäder genommen. Meistens wurde es nachts doch ein bisschen besser und die Zeit habe ich genutzt, um mich so ein bisschen abzulenken mit Stream, wenn ich genug Power hatte. Oder Training für einen Mario 64 Speedrun. Das war eine verdammt gute Ablenkung. Dennoch bin ich die ganze Zeit nicht rausgegangen. Also jetzt haben wir, während ich das hier drehe, 1,5 Wochen nach der OP und ich war nur zu Hause. Einmal ganz kurz draußen gewesen, aber sonst nur zu Hause. Gestern war ich kurz draußen und es ist kalt. Was zur Hölle ist passiert? Seit wann haben wir Herbst? Als ich zur OP ging, war ich noch im T-Shirt draußen, Alter. Ich komme mir vor, als hätte ich im fucking Koma gelegen. Ich war auch kaum auf WhatsApp, wenn ich ehrlich bin, weil momentan einfach null Kopf für Menschen. Falls das jemand von meinen Freunden sieht, ja, ich lebe noch und nein, nimm es bitte nicht persönlich, dass ich auf deine Nachricht nicht antworte, aber ich muss einen akuten Schmerz handeln. Jetzt letzten Donnerstag war ich endlich wieder bei der Praxis, also ich hatte endlich meinen Termin und nach all den Tränen vor Schmerz, ich hatte by the way wirklich Tränen in den Augen, kam ich da an und wirkte mega genervt, glaube ich, beziehungsweise ich wirkte wie jemand, der keinen Lebenswillen mehr hat. Ich war so richtig dead inside, so einer auf, ja, komm, mach dein Ding, mir ist inzwischen auch alles egal. Ich fühle mich so, als hätte mir diese Woche 5 Lebensjahre genommen oder so. Auf jeden Fall wurde das Ganze untersucht und die Dosis erhöht. Ich nehme jetzt Ibuprofen 800, 3-mal am Tag, plus extra Tabletten gegen Schwellungen, plus eine Salbe. Aber ist es wirklich... Also dann 2400 am Tag, oder wie kann man das addieren? Darf man das addieren? Das ist voll heavy, Alter. Ich habe noch nie gehört, da dachte mal, also ich bekomme hier gerade voll neuen Infos. Ich dachte mal, Ibu wäre so ein... Ganz ehrlich, der Bart steht jetzt hier. Echt wirklich? Also langsam überredet ihr mich noch, den zu behalten am Ende. Kein Vergleich zu der ersten Woche. Der Arzt meinte auch, die erste Woche ist immer die schlimmste. Ich glaube, das größte Problem ist nicht mehr der Schmerz, sondern dieses mega unangenehme Fremdkörpergefühl. Ich glaube, das ist einfach die Schwellung, die wird hoffentlich bald auch weg sein. Diese ganze schmerzhafte Zeit, die ich gerade habe, ist so eine unfassbare Lektion für mich. Aber inwiefern? Die ganze Zeit, wenn ich im Badezimmer saß und diesen ultrakranken Schmerz hatte, habe ich mir immer wieder gesagt, wenn das hier vorbei ist und ich endlich wieder gesund bin, muss ich mehr aus meinem Leben machen. Guck mal, die Sache ist, man wacht auf, macht sein Ding und geht irgendwann wieder pennen. Und klar, die ganze Corona-Situation hat dazu beigetragen, dass alles ein bisschen monotoner geworden ist, aber ganz ehrlich, wenn man wirklich will, dann kann man sein Leben umfangreicher gestalten. Ich war bis vor kurzem nie ein Mensch, der sich irgendwie Jahresvorsätze gemacht hat, der irgendwie gesagt hat, nächstes Jahr, das wird richtig nice. Aber diesmal werde ich es tun, nicht im Sinne von, oh, hoffentlich wird nächstes Jahr cool. Scheiß mal auf dieses Hoffen. Ich werde es bewusst planen und bewusst umsetzen. Und ich bin schon dabei. Januar mache ich dieses große Ding. Februar mache ich dieses große Ding. März das. Sei es eine Mini-Longboard-Tour, was ich damals schon gemacht habe. Sei es ein 24-Stunden-Stream. Ich brauche Highlights. Unabhängig davon, ob Corona noch da sein wird oder nicht. Real Talk, ich finde dieses sich hinsetzen und sagen, ja, ich kann überhaupt nichts machen, weil Corona. Ist auch nicht ganz richtig. Ich finde, man kann auch im Rahmen der Pandemie coole Sachen machen. Man muss es nur bewusst umsetzen. Ich komme mir gerade vor wie so ein Motivations-Heini, aber... Schon, aber ich muss sagen, mein Onkel hatte Krebs. Und der war auch mal ein recht strenger, ein recht ruhiger Mensch. Und nachdem alles überwunden ist und er jetzt wieder gesund ist und er langsam aber sicher auch wieder zu Kräften kommt. Seitdem ist er wie ausgewechselt. Das ist so ein lustiger und fröhlicher und aufgedrehter Mensch, der immer so, keine Ahnung, wir hocken schon um 11 Uhr abends dann an einem Sonntag in der Wirtschaft und sind so, okay, jetzt geh mal daheim. Und er so, nee, mach weiter noch, scheiß drauf und so. Also es ist schon manchmal schade, dass man im Leben so einen Arschtritt braucht von Gott oder vom Schicksal oder keine Ahnung, an was man glauben möchte. Ihr versteht, was ich meine. Dieses Video ist ja auch irgendwie Selbsttherapie für mich. Ja, diese Erfahrung hat mir nochmal verdeutlicht, warum Gesundheit das Allerwichtigste ist. Sowohl mental als auch physisch. Und ich wünsche euch vom Herzen alles Gute. Haut rein, ciao. Und immer schön auf die Glocke drücken, Leute. Okay, also ich wünschte man, also mag ich es nicht so makaber, das drauf zu drücken. An sich mag ich an dem Video nichts, das ist super schade, dass das so ist. Ich drücke Vic ganz, 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 ganz krass die Daumen. Oh, bye, bald die Millionen. Mal wieder. Ein schlechter Typ. Dass das alles wieder besser wird. Ganz, ganz krankes Ding. Tut mir super, super leid. Ja, was soll man dazu sagen? Ist wirklich
scheiße. Also vor allem als YouTuber, wo man ja eigentlich liefern muss, Videos und so. Wie willst du denn kreativ sein oder Spaß an YouTube haben, wenn du nebenbei Schmerzen des Todes hast? So richtig unangenehm. Also wirklich blöd. Alles Gute wünsche ich an der Stelle.